Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, guten Abend. In einer Einführung am 29.06.2015 zu verschiedenen Sendungen mit dem Thema Das Kräftemessen um die neue Weltordnung, kurz NWO, zeigten wir, wie dieses Kräftemessen auf den verschiedensten Ebenen stattfindet. Alles, was sich nicht einer monopolaren Weltordnung oder Weltanschauung gleichschaltet oder unterwirft, soll lächerlich oder unglaubhaft, bekämpft, verteufelt, bedroht, ausgegrenzt, verboten und somit aufgelöst und unwirksam gemacht werden. Heute setzen wir uns damit auseinander, wie es sich auf der Ebene der Gesundheit und Medizin verhält. Auch was die Medizin betrifft, scheint diese ziemlich offensichtlich von der sogenannten Schulmedizin im Verbund mit der Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, und der Pharmaindustrie dominiert zu sein. Nun zeigen wir anhand eines englischsprachigen Dokumentarfilms Cancer, the Forbidden Cures, zu Deutsch Krebs, die verbotenen Heilungsmethoden, wie sich dieses Kräftemessen in der Medizin abspielt und wie es dazu kam. Dieser eineinhalbstündige Film wurde nur schon auf dem YouTube-Kanal über 600.000 Mal angeklickt. Allein in den USA gäbe es jedes Jahr 1 Million neue Krebsdiagnosen. Um diese würde sich vorwiegend eine sogenannte offizielle Medizin oder auch Schulmedizin genannt kümmern. In der offiziellen Medizin seien nur die Chirurgie, Chemo- oder Radiotherapie erlaubt. Gemäß einer Studie des Biologen John Kearns von der Harvard-Universität sollen nur 5% der Chemotherapien einen Nutzen bringen. Nun stelle sich die Frage, so der Sprecher des Films, ich zitiere: Wenn konventionelle Therapien so begrenzte Erfolge aufweisen, warum ist die medizinische Gemeinschaft nicht willens, alternative Methoden zu erforschen? Die Antwort auf diese Frage findet sich in historischen Ereignissen, die sich vor beinahe 100 Jahren zutrugen, als die offizielle Medizin die Oberhand über die sogenannten Empirical Doctors gewann. Empirical bedeutet erfahrungsgemäß. Die Medizin der Empirical Doctors beruhte nicht auf einer Theorie, sondern auf Erfahrungs- und Beobachtungswerten. Diese heilten ihre Patienten mit Kräuter und natürlicher Medizin und hatten einen beachtlichen Erfolg aufzuweisen. Hier nun ein kurzer Abriss über die historischen Ereignisse, die uns weiter Aufschluss geben. Im 19. Jahrhundert wurden von der Gesellschaft zwei Herangehensweisen zur Heilung geduldet. Die Patienten hatten die Wahl, entweder Allopathen genannte Ärzte oder natürliche Heiler, Empirics genannt, aufzusuchen. Die Allopathen glaubten daran, ein Arzt müsse eine Krankheit aggressiv aus dem Körper vertreiben. Damals benutzten sie hauptsächlich drei Techniken. Erstens den Aderlass, das heißt eine erhebliche Blutabnahme, um schlechte Säfte auszuleiten. Zweitens riesige Dosen giftiger Mineralstoffe wie Quecksilber und Blei, um Krankheiten zu vertreiben. Und drittens auch die Chirurgie. Diese kamen jedoch ohne Betäubung und Infektionsschuss einer brutalen Prozedur gleich, wofür sich nur wenige entschieden. Im Widerspruch zu den Allopathen glaubten die Empirics, durch Stimulieren der körpereigenen Abwehrkräfte eine Selbstheilung zu erreichen. Anstelle giftiger Mineralien verwendeten sie pflanzliche Produkte und ungiftige Substanzen in kleinen Dosen. Die beiden Gruppen führten eine heftige philosophische Auseinandersetzung. Das Gleichgewicht zwischen den medizinischen Gegnern blieb bis zum Jahrhundertwechsel erhalten. Anfangs des 20. Jahrhunderts tauchten neue Behandlungsmethoden auf, die sehr profitabel erschienen. So schloss sich die amerikanische Medizinische Association, kurz AMA, den starken Finanzkräften an. Und somit wurde die Medizin in eine Industrie verwandelt. Die Vermögen der reichsten US-amerikanischen Industriellen und Bankiers Andrew Carnegie, J.P. Morgan und John D. Rockefeller finanzierten Chirurgie, Bestrahlung und synthetische Medikamente.
Nun machte sich die Medizinindustrie daran, die medizinische Ausbildung zu übernehmen. Im Besonderen Rockefeller und Carnegie boten enorme Summen für die Universitäten, die sich auf eine Zusammenarbeit mit ihnen einlassen wollten. Im Gegenzug nahmen die Leute der Geldgeber in den Direktorien der Universitäten Platz. Dadurch wurde das Ganze in Richtung pharmazeutischer Medikamente gelenkt. Alle bedeutenden Bildungseinrichtungen in den USA wurden auf diese Art von den pharmazeutischen Interessen eingenommen. Chirurgie wurde durch die Betäubung und den Infektionsschutz leistungsfähig. Ärzte befürworteten teure und radikale Eingriffe. Und dadurch entstand die Notwendigkeit für ein lukratives Krankenhaussystem. Der Preis für Bestrahlung stieg über Nacht um 1000%. Auch die pharmazeutische Industrie beteiligte sich am Krankenhaussystem. Die Ärzteschaft änderte die Ausbildungsvorschriften, Zulassungsbestimmungen und Vorschriften allgemeiner Art, um die sogenannten Empirics auszuschließen. Schon bald konnten nur noch von der AMA anerkannte Ärzte legal Medizin praktizieren. Die AMA lancierte dazu Kampagnen mit dem Ziel, die Empirical Doctors als Quacksalber zu verunglimpfen. Soweit, meine Damen und Herren, der historische Rückblick, wie der gigantische Komplex der medizinischen Industrie entstanden ist. Einerseits wurde dadurch das monopolare und autoritäre System der modernen Schulmedizin und des Gesundheitssystems aufgerichtet, andererseits wurden andere, natürliche medizinische Ansätze und Heilungsmethoden vehement bekämpft. Im Bereich der Krebstherapien ist das besonders offensichtlich. Stellvertretend seien einige erwähnt, die zwar beachtliche Erfolge aufzuweisen hatten, jedoch dann lächerlich gemacht, als gefährlich hingestellt, bekämpft oder sogar verboten wurden. Ab 1922 soll es viele erfolgreiche Krebsheilungen mittels Essiak gegeben haben, einer Kräutermischung. Die von einer kanadischen Krankenschwester geführte Klinik zählte bis zu 600 Patienten pro Woche. Die Behörden ließen die Klinik wiederholt schließen, verboten Essiak und verhafteten die Krankenschwester mehrere Male. Die sogenannte Hoxay-Therapie besteht aus einer Kräutermischung und Vitaminergänzungen. Nach der Eröffnung der ersten Klinik 1924 sah sich Harry Hoxay dem massiven Widerstand der offiziellen Medizin ausgesetzt. Hoxay wurde öfters verhaftet als jeder andere in der Medizingeschichte. 1950 war seine Klinik in Texas die größte private Krebsklinik weltweit. 1958 wurden seine inzwischen 17 Kliniken in 17 Bundesstaaten gleichzeitig mit unhaltbaren Vorwürfen verklagt. Hoxay war gezwungen, seine US-Kliniken zu schließen und eröffnete eine Klinik in Mexiko, die bis heute Tausenden von Patienten geholfen haben soll. Max Gerson war ein amerikanischer Arzt, dessen Therapie unter anderem auf einer totalen Entgiftung des Körpers und Ernährung durch Rohkost basierte. Gersons Erfolge verbreiteten sich im Nu. Gleichzeitig verstärkten sich die Schmutzpropaganda gegen ihn, bis ihm die Zulassung als Arzt entzogen wurde. Es hieß, die pharmazeutische Industrie fürchte um ihre Gewinne, weil es sich um natürliche Substanzen und Verfahren handelte. Diese ließen sich nicht patentieren, sodass damit auch kein Geld verdient werden konnte. Der italienische Arzt Dr. Tullio Simuzzini behandelte seine Patienten mit Natriumbicarbonat, einem Natriumsalz, gegen Krebs. Im Gegensatz zur Chemo würde damit die Immunabwehr erhalten bleiben. Trotz wohl dokumentierter Erfolge zeigte die Medizinindustrie kein Interesse daran, da nicht patentierbar. Im Jahr 2006 wurde Simuzzini zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt, da er angeblich den Tod eines Patienten zu verantworten habe. Meine Damen und Herren, die Liste ließe sich beliebig weiterführen. In der Sendung vom 13.06.2015
berichtete KlarTV, wie alternative Krebstherapien kriminalisiert werden. Als roter Faden erweist sich, dass alternative Krebstherapien kaum einmal von der Schulmedizin auf ihre Wirksamkeit erforscht wurden. Denn natürliche Ansätze, um Krebserkrankungen zu heilen, sind nicht patentierbar und deswegen auch nicht lukrativ. KlarTV kann die Wirksamkeit oder eventuelle Nebenwirkungen der verschiedenen Therapien nicht beurteilen. Auch soll nicht die eine Therapie gegen die andere ausgespielt werden. Wird es doch kaum eine Therapie geben, die bei allen Menschen in gleicher Weise wirkt? Schlussendlich wird jeder Mensch die Verantwortung für die eigene Gesundheit selber übernehmen und seinen eigenen Weg finden müssen. Dabei ist es aber sicher hilfreich, aus einer Vielfalt von Therapieangeboten schöpfen und prüfen zu können und sich nicht von einer monopolaren, autoritären Medizin diktieren bzw. Angst einjagen zu lassen. Denn Angst ist immer noch die schlechteste Medizin. Damit verabschiede ich mich und wünsche noch einen guten Abend.